Bibliotheken sind die Gedächtnisse der Menschheit, die Brücke von der Vergangenheit in die Gegenwart. Das sagte schon Wilhelm Hoffmann. Auch Halle hat eine solche Brücke von der Vergangenheit in die Gegenwart zu bieten. Äußerst zentral gelegen, bleibt sie doch den meisten Augen verborgen. Was es dort zu entdecken gibt und vor allem wo diese Brücke liegt, das seht ihr im nächsten Beitrag. Jeden Tag passieren hunderte Menschen den Marktplatz. Doch kaum einer nimmt den historischen Schatz wahr, der direkt hinter dem Pfarrhaus zu finden ist. Die Gründung der Marienbibliothek geht auf eine Idee, auf eine kleine Schrift von Martin Luther zurück. Er schrieb an die Ratsherren der Städte, dass doch in den großen Städten, Halle gehörte damals dazu, öffentliche Bibliotheken und öffentliche Schulen eingerichtet werden sollen. Er schrieb auch ein bisschen was über die Bestände, die angeschafft werden sollen. Es ging um eine umfassende Bildung, also nicht nur Bibeln und ja, Bücher zu Sprachen, sondern es sollten alle Wissenschaftsbereiche angeschafft werden. So befinden sich hier unsere Gelehrtenbibliotheken. Das ist von 4 hallischen Universitätsprofessoren, die uns per Testament ihre gesamte Bibliothek vermacht haben. Das sind ungefähr 8000 Bände mit ca. 17.000 Titeln. An den Fensterreihen im Magazin stehen unsere Gesangbücher. Diese Sammlung umfasst ca. 6.500 Bücher. Andere Schenkungen aus dem 16. bis 19. Jahrhundert, die in den Bestand aufgegangen sind, umfassen ungefähr 6.000 Bände. Zum Thema Halle haben wir um die 4.000 Bücher hier, sind auch viele kleine Einblattdrucke dabei, die teilweise unikat sind. Aus den Kirchenbibliotheken Sangerhausen, Weißenfels und Schneidlingen haben wir als Dauerleihgabe die sogenannten Deposita, ca. 4000 Titel hier stehen. Eine umfangreiche Handschriften-, Urkunden- und Notenmanuskriptsammlung befindet sich hier, sind ungefähr 700 Stück. Die meisten Bücher sind so 16. bis 19. Jahrhundert und hin und wieder gibt es natürlich auch das eine oder andere Buch, was doch defekt ist. Gerade die Einbände ist häufig das Problem. Hin und wieder leider auch Schimmelbefall oder die Holzwurmproblematik, was man in den alten Büchern hin und wieder mal hat durch diesen Knochenleim. Der schmeckt eben nach 500 Jahren den Holzwürmern auch noch. Also wir hatten gerade im vergangenen Jahr hier eine große Aktion, dass die Holzwürmer begast wurden. Wir hoffen, das Problem ist jetzt erledigt, aber es ist natürlich schwierig bei diesen Holzregalen. Die ganze Konstruktion hängt dran. Nach wie vor sind wir eine öffentliche Bibliothek, durchgehend seit 1552. Man kann hier lesen, aber nur nach Voranmeldung ist eine Präsenzbibliothek. Wer selber mal einen Fuß in die Marienbibliothek setzen möchte, kann sich unter der eingeblendeten Webadresse über Öffnungszeiten und Führungstermine informieren und auch gerne eine kleine Spende dalassen.